heute machen wir mal Pommes selber. Ich habe hier ganz normale Kartoffeln. Ihr könnt festkochende nehmen, ihr könnt mehlige oder vorübergehende könnt ihr benutzen. Geschält rein ins Wasser, schön mit Wasser bedecken, sodass sie überall mit Wasser bedeckt sind, sodass sie nicht braun werden. Dann schneiden wir uns einmal Scheiben runter. Wie dick, wie dünn, das könnt ihr selber überlegen. Ne, weil es gibt ja auch richtig dicke Pommes, es gibt dünne. Das, ne, wie gesagt, bleibt euch überlassen. Ihr könnt natürlich aber auch Kartoffelspalten nehmen. Also das, wie ihr gerne möchtet. So. Dann sofort zurück ins kalte Wasser. Das macht ihr denn mit den Kartoffeln ungefähr. Ja, ich würde sagen, nehmt ihr große Kartoffeln, also wenn ihr einzelne da, es gibt ja auch unverpackte, die ihr selber aussuchen könnt. Wenn ihr, weiß nicht, 4, 5 Stück nimmt, ich glaube, dann seid ihr auf einem guten Weg. Ich habe jetzt einfach den Rest genommen, den ich hier hatte. Es gibt natürlich verschiedene Varianten, wie man Pommes machen kann. Im Ofen, Heißluftfritteuse oder eben halt in einer normalen Fritteuse. Im Ofen macht ihr quasi, also fangt ihr genauso an, die Pommes so zu machen, wie ich das jetzt auch mache. Ne, schneiden zurück ins Wasser, nur mit einem Unterschied, dass ihr dann für die Pommes, also ihr nehmt die Stifte und übergießt sie mit kochendem Wasser für 15 Minuten, lasst sie da drin einweichen. Dann nehmt ihr sie raus. Tupft sie ordentlich ab. Und sie noch koscher haben, also wenn ihr sie noch koscher haben wollt, könnt ihr sie mit Reismehl, also in Reismehl, dann einmal wenden mit Öl, Salz und Pfeffer. Dann den Ofen vorheizen auf 240 Grad. Und die Pommes dann auf ein Backpapier packen, so dass sie sich nicht berühren. Und dann würde ich sagen, ja, circa bei frischen Pommes 25, 30 Minuten. Nach der Hälfte der Zeit müsst ihr sie dann einmal wenden, damit die unterste Seite logischerweise auch krosch wird. Ja. Wenn ihr das ohne Reismehl macht, reicht das
wenn der Ofen auch nur auf 200 ist. Ich habe schon mehreres probiert, deswegen alles gut, weil man probiert ja doch schon so mal ein bisschen aus. So. Wie ihr am Wasser vielleicht sehen könnt, hat sich hier oben schon so eine leichte Stärkeschicht gebildet von den Kartoffeln. Die spüle ich jetzt einmal gründlich ab. Und natürlich dann wieder mit Wasser bedecken, weil bis mein Topf jetzt mit dem Fett heiß ist, werden sie natürlich braun. Das wollen wir ja natürlich nicht. Also so lange dann mit Wasser bedecken. Und ja, wie gesagt, dann geht es weiter. Also bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe das Fett schon mal angemacht, weil das braucht noch einen Moment. Die Pommes müssen trocken sein, weil Wasser und Fett verträgt sich nicht so wirklich. Deswegen immer vorsichtig. Wenn sie natürlich noch ein bisschen nass sind, das macht nichts. Aber sie sollten eben halt nicht so triefnass sein. So, Fett kontrolliert man entweder mit so einem Stab oder ihr nehmt einen Holzlöffel, haltet den da rein. Und wenn der am Holzbläschen schlägt, ist es fertig. Das Fett auf 180 erhitzen. Heißer sollte es nicht sein, auch in der Fritteuse nicht. So, ich glaube 35. Kleinen Moment braucht es noch. Für die, die nicht so sich das zutrauen, macht es dann lieber in der Fritteuse oder in der Heißluftfritteuse. So. Ich glaube, das sieht schon gut aus. Gucken wir mal. Hundertfünfzig, 170. Schalte ich ein bisschen runter, weil wir wollen es ja nicht auf Krebsgefahr bringen. So. Dann vorsichtig
Pommes reingeben. Schön aufpassen. Die frittieren wir jetzt vor. Zum Abtupfen habe ich natürlich ein frisches genommen. So. Ein bisschen immer umrühren. Soll ja nicht so ein Klumpen entstehen. Bisschen hier machen wir Licht an. So. Die holen wir jetzt mal raus. Schön abtropfen. In der normalen Fritteuse den Vorgang mehrmals wiederholen, bis ihr schön wirklich die Pommes kroschelt habt, die ihr haben möchtet. Ja. Dann lassen wir mal kurz ein bisschen hoch. Ja, und diesen Vorgang, den machen wir jetzt so circa 3 bis 4 Mal, immer so im Wechsel, und dann zum Schluss die Pommes dann so für 5 bis 6 Minuten komplett drinne lassen, und dann müssten sie dann eigentlich krosch sein. Also wie gesagt, müsst ihr dann eben halt gucken, sonst lässt ihr sie länger drinne. Weil Topf ist immer noch was anderes als normale Fritteuse oder Heißluftfritteuse. Deswegen, wir gucken mal. Genau. Ja, dann würde ich sagen, nenn dieses Hin und Her, das braucht man jetzt nicht zu sehen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, würde mich freuen, YouTube und Facebook teilen und liken, Kanal abonnieren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.